Keine Ahnung, es muss irgendwo hier hinten sein, meine Güte. Geh mir doch rein auf die Nerven. Ja, jetzt wart halt auf, Mann. Ah, hab's gefunden. Ja. Alter. Ich weiß es doch nicht. Das schauen wir jetzt einfach mal. Das müsste doch jetzt eigentlich wieder passen. Hä? Ja, es müsste wieder passen! So. Siehst du? Ja? Ich find's auch geil. Passt wieder. Hm? Ja, es sind ja immerhin 9 Monate zum letzten Video. The King Selection, genau. Der immer noch absolut empfehlenswert ist, muss ich euch wirklich sagen. Richtig, richtig geiler Burger. Aber wollen wir nicht über das alte Video reden, reden wir über das neue Video. Aber erst muss ich darüber reden, Marco vom Ehrlichen Essen, vielen Dank für die Erwähnung im Video und für deine Hommage an mich. Ich war echt gerührt und auch was dann in den Kommentaren unten alles passiert ist. Wow, und dann haben mich auch Tage später so viele Leute wieder angeschrieben, wie vor 9 Monaten auch. Also mich schreibt ja sowieso, ihr schreibt ja unentwegt. Also vergeht kein Tag, wo nicht mindestens einer mal schreibt, hey, wie geht's, was magst du und wann kommst du wieder zurück und keine Ahnung. Also ich lese das ja auch alles und die meisten beantworte ich auch, wenn ich es nicht vergesse. Sorry. Danke dafür und jetzt sind es wieder so viele Nachrichten geworden, dass ich mir gedacht habe, okay, ich habe eh Urlaub und habe eh nichts Besseres zu tun. Eigentlich schon, aber ist ja egal. Mache ich doch wieder ein Video. Und ich habe auch auf Instagram ein bisschen rumgefragt, worauf ihr mehr Bock habt. McDonald's oder Burger King, was euch grundsätzlich besser gefällt. Und da ja McDonald's und Burger King im Moment relativ gleiche Burger haben, also naja, relativ gleich, sind halt beides Barbecue-Burger, habe ich mir gedacht, mach mal einen Vergleich. Das hat man schon lange nicht mehr. Und darauf habe ich irgendwie Bock. Dann fahren wir jetzt einfach mal los und holen uns die Burger und dann sehen wir uns ja eh gleich wieder. Haben wir eine Bestellung bitte? Hi, ich hätte gern einen Big Tasty Bacon Barbecue. Big Tasty Barbecue? Ja, genau. Mit 2x Cola Light und Eiswürfel. Ja? Das war's. Ach, nein, 70 Plätze geschaltet, danke. Danke. Dankeschön, ciao. Und zu unserem Glück ist der Burger King gleich nebenan. So, nämlich da drüben ist dann gleich der Burger King. Das ist hier nämlich so in Bayern. So eine Sauerei, so eine Dreckete. Weiter geht's. Hallo, Ihre Bestellung bitte. Hi, ich hätte gern ein Barbecue Lover Beef einzeln. Barbecue Lover Beef einzeln. Außerdem? Das war's. 5,99 € von am Fenster bitte. Danke. Servus. Hi. Danke dir. Ciao. Wir kommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Stay Hungry Fast Food Review. Wir haben unser Essen, jetzt suchen wir uns einen Parkplatz und dann schauen wir, was die können. Oh. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Diese Pappstrohhalme sind extrem gewöhnungsbedürftig. Das ist irgendwie eigenartig. Ja, ich weiß, Umwelt hier, bla, keine Ahnung, aber ich finde trotzdem, es fühlt sich eigenartig an. Naja, was? Achso, ja, Sonnenbrille runter. Sorry. Wo tun wir den? Zwei relativ ähnliche Burger. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt bei McDonald's. Ach halt nicht. Ist eigentlich laut? Fragt das jedes Mal, weil es ja so unheimlich nervig ist, wenn das hier so rumrasselt. Also beim Burger King, doch da. Blöd ist jetzt halt, dass ich jetzt beim McDonald's, ach schaut her. Ich mag dieses neue Burger King Logo, dieses neue alte. Erinnert mich an meine Kindheit. Ja, ich bin alt. Auf jeden Fall kostet der hier 6 Euro und der von McDonald's wird ähnlich viel kosten, wenn der im Menü 8,79 Euro kostet. Den nehmen sich wieder nicht viel. Also das können wir vernachlässigen. Dann schauen wir uns doch mal den ersten an. Wir fangen an mit Burger King. Das
ist der Barbecue-Lover von Burger King. Wir haben ein Barbecue-Bun, so nennt sich das, glaube ich, das auch relativ weich ist. Darunter verbirgt sich die weiße Barbecue-Soße, Salat, zweimal Tomate, Onion Rings, Bacon, American Cheese und das Beef Patty. Und ganz unten haben wir nochmal weiße Barbecue-Soße. Und eigentlich sollten da Röstzwiebeln drauf, oder war das bei McDonald's? Das sehen wir gleich. Dann legen wir den mal auf Seite und schauen uns den von McDonald's an. Natürlich ganz andere Verpackung. McDonald's ist ja eher so der Schachtelnverpacker und Burger King eher der Papier-Einwickelverpacker. Gibt es ja auch steile Thesen, warum McDonald's das immer noch so macht und nicht wie Burger King. Ich habe da einiges schon mal drüber gelesen, und zwar ist das wirklich psychologisch bedingt, weil sich das so anfühlt wie an Weihnachten, wenn man Geschenke auspackt. Oh, schön. Da passiert. Ah, stimmt ja, die haben ja das braune Bun. Aha. Okay. Das ist der Big Tasty Bacon Barbecue von McDonald's. Wir haben ein Sesam Bun, das braun ist. Ich glaube, vom Geschmack her macht es nicht wirklich viel aus, aber halt vom Aussehen. Darunter verbirgt sich Barbecue-Soße, Röstzwiebeln, Zwiebeln, Salat, Tomate, American Cheese, das Beef Patty. Und unten noch ist nochmal Salat in meinem Auto! Und unten drunter ist nochmal Bacon und Käse. So, also die Röstzwiebeln waren dann anscheinend bei McDonald's. Wie machen wir das jetzt am blödsten, dass ich das essen kann? Tablett! Also der von McDonald's, der macht auf jeden Fall mehr Sauerei als der von Burger King. Hier sieht man sie nochmal beide im Größenvergleich. Der vom McDonald's ist tatsächlich ein bisschen breiter. Der vom Burger King ist an einer Stelle etwas höher. Aber das ist ja scheißegal. Schmecken muss er. Fleisch von McDonald's schaut irgendwie komisch aus. Wir fangen an mit dem von McDonald's. Was halt gleich total auffällt, was ich immer ein bisschen schade finde, gut, manche Leute finden es geil, ich bin da eher so zwiegespalten, sind die Röstzwiebeln. Der hat einen extremen Röstzwiebelgeschmack und im Moment habe ich noch keine Barbecue-Soße geschmeckt. Ich beiß nochmal rein. Ja, okay, Barbecue-Soße ist da. Finde ich den gut? Kann es gerade noch nicht sagen. Probieren wir mal den anderen. Hier sind halt Röstzwiebeln drauf. Das ist halt, Röstzwiebeln. Da sind Röstzwiebeln drauf. Da sind Onion Rings drauf. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich geil. Und auf das Bun bin ich gespannt. Also das Bun von McDonald's schmeckt nicht wirklich anders, schmeckt eigentlich genau gleich. Fast ein bisschen trocken. Okay. Ja, mit dem Tablett kann auch nichts runterfallen. Tablett! Der ist anders. Tablett! Der kommt halt gut wegen den Onion Rings. Das macht schon viel aus. Weil Onion Rings halt schon geil sind. Der von McDonald's ist halt mehr Masse. Das Patty ist ein bisschen größer und dadurch ist halt der ganze Burger ein bisschen größer. Ist echt schwierig gerade. Natürlich. Na, machen wir es wie immer. Ich esse beide auf und danach gibt es die Bewertung. Nö, hab nichts gesagt. Nö, ich hab nichts gesagt. Nö, ich hab nichts gesagt. Kommen wir zur Bewertung. Der Big Tasty Bacon Barbecue von McDonald's bekommt von mir 3 Bärte.
Eins, zwei, drei. Der Barbecue-Lover von Burger King bekommt von mir 4 Bärte. Eins, zwei, drei, vier. Also, es ist wieder schwierig. Am Anfang fand ich den Big Tasty Bacon Barbecue. Meine Güte, wer denkt sich denn immer? Naja, am Anfang fand ich den ganz gut. Und dann hat man den so gegessen und dann denkt man sich so, der ist irgendwie so. Wisst ihr, was ich meine? So, vom Geschmack her, diese Barbecue-Soße übertüncht sogar die Big Tasty-Soße. Und das ist irgendwie scheiße. Weil dann schmeckt es nur nach Röstzwiebeln und nach Barbecue-Soße. Und nimmer nach dieser geilen Big Tasty-Soße, die wir alle doch irgendwie auch lieben. Dann ist er doch recht groß und dann denkt man sich so, ja, irgendwie, wann kommt denn jetzt was? Was ist denn jetzt? Wann kommt denn jetzt was, Mann? Und dann beißt man den anderen rein und dann hat man diese geile weiße Barbecue-Soße und dann noch die Zwiebeln, also die Onion Rings und dieses Fleisch vom Burger King, das einfach ein bisschen aromatischer ist wie das von McDonald's. Deswegen ist der von Burger King, der Barbecue Lover, der bessere Burger. Manche würden sagen, jetzt kannst du gar nicht vergleichen, weil bei McDonald's waren da keine Onion Rings drauf. Ja, waren sie auch nicht, aber da ist ja McDonald's dran schuld. Und nicht ich. Ich bin ja nur da, um das Zeug zu vergleichen. Ab und zu, einmal im Jahr oder so. Sorry. Also, im Großen und Ganzen empfehle ich euch den Big Tasty Bacon Barbecue nicht. Kauft euch lieber den normalen. Den Chili Cheese habe ich jetzt nicht probiert, der interessiert mich auch nicht, weil für mich ist das kein Chili Cheese. Ich habe das in früheren Videos schon öfter erklärt. Chili Cheese ist für mich, wenn da Chili drauf ist. Also Chili con Carne und Käsesoße. Wie bei KFC, die Chili Cheese Fries. Das ist für mich Chili Cheese. Und nicht den Scheiß, den es beim Burger King gibt, auf diesen Burger drauf, diesen Chili Cheese Extra Long. Der ist zwar okay, aber das ist für mich kein Chili Cheese. Das ist halt Chili Cheese Soße, aber nicht Chili Cheese. Wie oft kann man eigentlich Chili Cheese in einem Video sagen? Das ist auf jeden Fall nicht Chili Cheese. Chili Cheese ist das, was man beim KFC bekommt. Chili Cheese Fry. Da ist Chili und dann Käsesoße drüber. Und das ist so geil! Oh, warum macht eigentlich niemand mal einen Chili Cheese Burger? Einen richtigen. Versteht ihr, was ich meine? Nicht nur ein Fleischpatty, was er auch aus Hack ist. Ich verstehe schon die Idee dahinter. Aber einfach mal mit Hackfleisch. So Sloppy Joe mäßig. Aber egal, ich meine, wer fragt denn mich schon? Lieber bringt man doch zum 1000. Mal eine Lover-Woche raus. Oder variiert einfach einen bekannten Big Tasty zum 100.000. Mal anders. Oh, genug aufgeregt. Um zurück zum Thema zu kommen. Deswegen empfehle ich euch den... Brosch im Hals. Deswegen empfehle ich euch den Barbecue Lover. Der ist wirklich der bessere Burger. Und der Big Tasty, den, also dieser Bacon Barbecue, der ist einfach, funktioniert nicht wirklich gut. Der ist auch ein bisschen trocken durch das Brötchen irgendwie. Ich weiß nicht, was die da machen, dass das braun wird, aber das tut dem Brötchen nicht gut. Was mir aufgefallen ist, jetzt in der in dem Zusammenhang von diesem Barbecue-Lover, taugt mir der Bacon auch, weil da hat er so eine gewisse Räucherung beim Burger King, die ja doch recht penetrant ist. Aber mit dem ganzen Außenrum, mit diesen Onion Rings und mit dieser weißen Barbecue-Soße und das klappt, das funktioniert. Gut gemacht, Burger King. Das Bun beim Burger King Burger fällt mir jetzt auch kein großer Unterschied auf. Ich persönlich würde mal vorschlagen, kümmert euch mal drum, also Burger King jetzt vor allem. McDonald's hat es sowieso nicht, glaube ich. Aber Burger King, kümmert euch doch bitte drum, dass ihr diesen Sourdough herbekommt, den es in den USA immer gibt. Das schauen aus wie Toastscheiben. Dass er das mal beibringt, das wäre mal wirklich was komplett Neues. Oder halt Brioche ist auch immer geil. Ja, aber das habe ich auch schon 1000 Mal gesagt, ne? Ja. So, tja, haben wir das auch hinter uns. War doch ein nettes kleines Video. Ich möchte mich an der Stelle nochmal bei euch allen bedanken, die immer noch auf dem Kanal da sind, die nicht deabonniert haben, die immer wieder schreiben, die meine Beiträge liken, wenn mal was kommt. Danke. Einfach nur danke. Aber es ist, wie es ist. Wenn ich Zeit habe, mache ich eins. Wenn nicht, kann ich halt leider keins machen. Deswegen nochmal danke, danke, danke. Danke. Das war's auch schon wieder von meiner Seite. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt. Dann mal, bis dann mal. Stay hungry. Es kann nie genug Bacon sein. 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 Es kann nie genug Bacon sein.